Erwarten Sie da heftige Konflikte, mögliche Ausschreitungen? Und die zweite Frage, wenn wir sehen, wie Donald Trump gerade golft, der hat noch ein Foto gemacht mit einem Hochzeitspaar, das dort geheiratet hat. Wie erleben Sie das? Glauben Sie, dass Donald Trump wirklich bereit ist, das Weiße Haus zu verlassen? Oder wird er sich da irgendwie an ein paar Steine ketten und nicht weggehen? Naja, irgendwann muss er weggehen. Sein Mietvertrag sozusagen läuft am 21. Januar aus. Und egal, was er meint, egal, ob er meint, dass es ihm alles geklaut worden ist, ab dem 21. Januar hat er kein Mietrecht mehr, kein Wohnrecht in dem Haus und er muss rausgehen. Das ist ohne Frage. Die größere Frage ist, ist das Land so gespalten, dass das Regieren nicht möglich ist? Und da muss ich ehrlich sagen, in der amerikanischen Presse, aber auch in der Beschreibung in der deutschen Presse, ist das etwas übertrieben. Das Ergebnis, das Biden jetzt erreichen wird, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ist sehr ähnlich wie Ergebnisse, wie es über die letzten 40 oder mehr Jahren gegeben hat in amerikanischen Abstimmungen. Er wird, man sagte, die höchste Zahl der Stimmen bekommen, aber das hat damit zu tun, dass die Bevölkerung auch größer ist. Aber noch dazu, sein 50 etwas Prozent ist sehr anständig und das 47 oder so Prozent, das Trump haben wird, ist auch anständig. Das zeigt nicht unbedingt, dass die Gesellschaft polarisiert ist. Nur der erste Punkt. Zweitens natürlich, es gibt gerade bei den Trump-Menschen sehr starke, hohe Emotionen. Und das haben die Demokraten vernachlässigt in letzter Zeit. Die haben vernachlässigt, dass die Menschen, die mit der Globalisierung nicht mitgekommen sind, auch unterstützt werden und auch Verständnis für sie gezeigt werden. Das haben die Demokraten total verschätzt. Trump, Biden meine ich, der aus der Arbeiterklasse, richtig Arbeiterklasse stammt, er hat versucht, das auch schon zu reparieren in der Art, in dem er seinen Wahlkampf geführt hat. Er hat sehr viel in Industriegebieten geredet. Er hat sehr viel Sympathie für die Industriearbeiter gezeigt, die jetzt, wenn sie nicht arbeitslos sind, haben sie mindestens Angst um ihre Arbeitsplätze. Er hat angefangen, um diesen Fehler und hoffentlich auch diesen Riss zu reparieren. Das wird lange dauern. Die Emotionen sind sehr hoch. Die Entfremdung von vielen Menschen ist noch sehr stark. Aber man sollte nicht reden, als ob die Vereinigten Staaten jetzt unregierbar geworden ist. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.